Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Wir sind gleich da. Es wird gut. Ich glaube, es ist das meist kommentierte, was wir je in Videos hatten, wo wir jetzt hinfliegen. Es stand in dem Thumbnail drin. Ich stand drin, ja. Es stand drin. Aber es ist früh morgens und ich gucke mir lustige Videos an. Ich lache mich tot. Bis gleich, dude. So, also jetzt kann ich es natürlich enthüllen. Wir sind nämlich endlich bei Königsegg. Die neue Factory ist eröffnet. Das Ding ist, wir versuchen jetzt in der Kürze der Zeit so viel wie möglich für euch aufzunehmen, Inhalt mitzubringen. Und das ist für mich auch eine riesengroße Ehre und eine ganz tolle Sache, dass wir das alles filmen dürfen. Denn ganz viele Sachen, die wir filmen, werden das erste Mal gefilmt. Wir gehen mal rein. Ich glaube, das ist hier so ein Seiteneingang. Weil die Factory ist nämlich direkt an einem Flugfeld. Genau, das heißt, die Kunden können landen hier vorne und gehen dann hier durch die Tür durch und sind dann direkt im Gebäude. Das ist schon stark. Das ist schon stark. Display ist aber auch stark. Yep. Firmengebäude ist aber auch stark. Ja, und ganz wichtig. Hallihallo. Hallihallo. Willkommen in Schweden. Wir sind aber auch zusammen hingeflogen. Also dieser Mann, den kennen wir schon aus diesem Video. Und jetzt sehe ich jeden Tag diesen Jesko. Jeden Tag. Genau, das ist unser Königseckmann. Und schön. Wir beide werden heute erstmal, du warst ja auch noch nicht hier drin, ne? Ich war hier drin, aber da war es noch nicht so ausgebaut wie jetzt. Schon 3 Wochen her und die sind hier echt flott. Du warst jetzt schon locker 30 Mal hier? Ja, bestimmt so. Pi mal Daumen, 25, 30 Mal war ich locker hier. Okay. Hat sich viel getan, kann ich sagen. Ich muss auch sagen, ich bin auch wirklich, wirklich hyped, weil es ist ja schon der Luxus-Hypercar-Wagenhersteller, der nicht gekoppelt ist an ein Großserienfahrzeug. Nein. Das ist das Auto der eigentlich, ist wirklich, oder? Komplett eigenständig. Ja, es gibt ja ganz viele, die das auch so machen, aber wie ein Königsegg, der es geschafft hat, wirklich so weit die Marke nach vorne zu pushen, um in so einem Gebäude zum Beispiel auch zu stehen, weil das ist wirklich, das ist ein Apparat hier. Das musst du erstmal schaffen. Ne? Mhm. Die Firma wurde gegründet? Christian hat das 1994 gegründet. Über die Jahre ist das immer größer geworden, ja. Von 94 bis 2023 ist schon gut was geschafft worden. Mhm. Also sehr beeindruckend, ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Können wir JP Performance auch dahin kriegen, dass wir auch so ein Display haben. Wie gesagt, wir haben keinen wirklichen Plan, was wir so machen. Ich will halt für euch, ich würde gerne diese ganze Nockenwellentechnik, diesen kleinen Stellmotoren, diese Köpfe. Ich will euch das alles näher bringen, um es euch so cool wie möglich zu demonstrieren, was hier wirklich passiert, weil es ist nicht normal. Nee, es ist nicht normal. Das ist eins, was wie würdest du ihn beschreiben? Super bodenständig, down to earth, also wirklich ganz nahbarer Typ. Halt ein Tech-Nerd natürlich. Jawohl, ja! Der hat auch viele andere Eigenschaften, die so ein Auto, wie man merkt, nach vorne bringen. Wie zum Beispiel? Ja, dass er die Verbindung halt, du musst ja einerseits die Fähigkeiten haben, so ein Auto bauen zu können jetzt von deinen, das ist das nahezu ja alles selber beigebracht, das ist ja Autodidakt, ja. Aber da natürlich auch gleichzeitig die wirtschaftlichen Fähigkeiten haben. Das ist ja schon in ganz frühen Jahren hat er ja schon Investoren davon überzeugt, ey, ich habe da eine Idee, ich baue einen Supersportwagen, die Banken geben mir kein Geld, investier du doch mit in das Projekt und dann machen wir das so zusammen. So, und so hat er halt finanzstarke Partner schon ganz früh mit ins Boot geholt, weiß jeder, dass so ein Finanzpartner, die wollen auch dann irgendwann Zahlen sehen, ne? Die sind nicht nur Auto fokussiert, wie er das halt so 99% ist, sondern die wollen dann auch sehen, okay, und wie sieht jetzt der Business Case aus dahinter? Ne? Und die meisten auf dieser Reise scheitern, weil sie das Geschäftliche nicht können. Ja, genau. Da kennen wir genug. Ja, kenne ich auch einige. Kenne ich auch einige, die halt wirklich dann irgendwann nicht mehr die Reise schaffen, weil sie einfach sich aufs Auto konzentrieren, was ja auch am Ende des Tages ist das Produkt auch ist. Gut, ja. Aber du musst halt immer die Waage haben. Genau. Und das meine ich damit, dass er das halt in einer Art und Weise verbindet und auch Menschen verbindet und überzeugen kann von seiner Idee. Wie kommen wir jetzt weiter? Aber geh mal da weiter, wenn das geht. Weil da steht nämlich schon einer. Alles ist Neues. But it looks great. So everything is
brand new. This is actually the first time we're hosting the customers in this This is cool. That's why I was never here. No, it's very, very attractive. And what I really got to say, that the taste that people from Sweden have concerning interior design and concerning design in general speaks for itself in here. It's a very, very nice, typical Nordic feeling that you have in here. Absolutely. And it's so nice that we're finally done with this. Nice to meet you. Nice to meet you. Hi. So it's been a journey to rebuild and expand the factory the past 4 years. And now we're finally done. Now we finally have the new factory. We have expanded the old factory. Now we're done. Quite a bit. Yes. Yeah. Okay, let's go. And let's now have the first car is coming out. Let's have a look. Yes, we did. So here we have the customer lounge. Yeah. So here we have a possibility for the customers to configure their cars. So oh, they do it on this display? Yes. On that display? Yes. Oh, in a one-to-one scale. So there is a computer here, which I can steer from here. Yeah. And then they can see the car in a real-life size. When we have a little time left, when there's a little time left, it will be possible that we go through it a little bit? It's meant to be working with the Gemera configurator, but we can see if it's working with the Yesco, which we are specking at the moment. And here we have the colors samples for the Yesco. So these are the standard colors. Mm-hmm. Then, of course, everything is possible to bespoke. These are the standard colors, of course. Yeah, that's pretty standard. I have a couple of lila. So I also get a question, for example, I get a bag, which is a customer's wife's favorite bag. Yes. And they want to color match it for the bag. But it's doable. We have to cut this out of the video for purpose reasons. That's the first Yesco that gets now to the customer. Yes. So how many Yescos are ordered? 125 we're going to produce. And they all sold out. They actually got sold out really fast after we launched the model in Geneva 2018. And now 2023, the first car. That's a long time. But it's because at that point, it's just a concept. Model. It's a concept. It's an idea. And you have to be such a good engineer to be able to know that the concept is really possible to build. Mm. I mean, especially at this time in the moment, there are some cars where a concept has been shown and the concept is not like the real car. Mm-hmm. Yes. Yeah. I don't want to mention any factory. No. Me either. But we both know. Yes. Okay. Yeah. But all of our cars are going to be homologated in all countries in the world. And if we pick out these pictures or renderings from 2018, looks like it. It looks almost identical. Small changes. Of course, Christian will say there's 150,000 different parts and changes on it. But for us it's still the same. Hi. Nice to meet you. Andreas. JP, hi. Hi, nice to meet you. Andreas, nice to meet you. Kursfeger. How are you? Not today. Not today. Not in public. How are you guys? Pretty good, yeah. Very good. Yes, we had a good trip. It was quick. Welcome, good to see you. And very excited. You've seen this before, the new place. But not like this. Before it was still empty and there was just one Gemera chilling there. Rigera chilling there. Yes. Okay. Every day it's changing and we'll get there. And we're 95% done, I think. Yeah, we're very close to the opening. Was man auch merkt ist für die Preisgestaltung, die hier haben. Ne? Alle sind sehr lustig und alle sind sehr nah. Und sehr lieb. Ne, manchmal hast du es ja schon so, muss man leider wirklich sagen, dass zum Beispiel auch manche wirklich ganz ehrlich, ein Porsche-Händler. Und wenn man überlegt, ein Porsche-Händler hat ja auch ein Produkt, was in einem Rahmen ist, was vielleicht 25.000 Euro teurer ist als ein Golf R. Mhm. Als Beispiel jetzt so, wenn man es jetzt mal so aufbaut. Und die sind nicht so locker drauf wie die hier. Ja, ich meine, es gibt auch Porsche-Zentren, die so locker sind, aber es gibt auch welche, die sich benehmen wie eine offene Hose. Ja, hi Christian, good to see you. Oh, it was quick. Yes, sort of. It was quick. Hey, how are you doing? Good. How are you doing? Good. Hi. Dino. Nice to meet you. Nice to meet you. Very nice to meet you too. Very nice that you guys meet up. Yeah, great. Yeah, and very good to see everything. Good. And I meet you a lot. You talk a lot about the engines and technique. I'm not that color guy. I really want to get deep into it. For sure. Perfect. Good. Yeah, he's very, very tech interested, and so that would be very, very cool if we have an in-depth look in. Of course, we'll show all the details. Perfect. They will like that. Perfect.
perfect. So a very exciting day today. Oh yes, yes. Delivering the first Jesko. I was waiting for this day for quite a few years. me too. Sometimes it takes longer, but finally we're here. In German we have a saying that Vorfreude ist die schönste Freude. The joy to wait for something is the best joy you can have. Right. We have a kind of a similar saying in Swedish. If you wait for something good, you never wait too long. Yes. Yeah, kind of similar. It's the same thing. It sounds better in Swedish, but say it in Swedish then. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. I agree. Yeah. Exactly. That's very true. Yeah, let's get started if it's possible. Yeah. Yes. So don't lose any time. So we're taking the car into the event hall and then we will unveil it for you guys. Yeah. Yeah. Also wir sind bei der ersten Auslieferung dabei für einen Jesko, das ist wirklich krass. Und Markus hat den verkauft und so kam er drauf. Also Markus und ich quatschen darüber schon seit, ich würde sagen, 4 Jahre hier hinzufahren. Da war es ja in den Kommentaren schon immer wieder und jetzt ist natürlich der Zeitpunkt gekommen. Aber wir koppeln es an den Punkt, dass wir halt Auslieferungen, die erste der Welt, von dem ersten Jesko halt mitfilmen dürfen, was halt wirklich nicht normal ist und sehr außergewöhnlich ist. Ja, da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, wie das Auto aussieht und auch einen echten mal komplett zu sehen. Weil bis jetzt haben wir immer nur Modelle gesehen. Wir haben ihn ja schon mal im Video gehabt, da war es ja ein reines Standmodell und das ist jetzt das erste ganze Auto. Krass. Ja, aber man muss auch sagen, guck mal hier die Aufnahmen. Ja, voll. Und sag mal krass, wenn man so eine Marke so live erlebt vor Ort, ne? Wie das ein so. Das ist schon Hype. Ja, schon. Aber es ist halt auch preislich halt wirklich eine Wahnsinnsinvestition. Ne? Auch der neue finde ich auch Wahnsinn. Ne? Ist ja sehr stark an dem alten angelehnt. Genau, an den ersten. Aber da ist ja auch diese Technik drin, dass du das Schaltgetriebe ja auch automatisieren kannst irgendwie. Die Haarschaltung fahren, aber auch gleichzeitig ist der Haarschalthebel dann der DSG-Hebel. Nee? Ja, komm. Ich hoffe, es ist okay für euch, so ein Video, dass wir solche gegenklatschen, so einfach. So, this is a real car? No, this is the show car you've seen already. This is the one that you had. Yeah, exactly. It's this one. It's just a show car. But the real car you will see a little bit later. Wir sind noch nicht ganz da. Aber ich sehe da hinten schon den ersten Motor stehen. Was wir hier sehen, ist einmal der Antriebsstrang. Wir haben den Startermotor hier zwischen als Elektromotor, der einmal auf die Kurbelwelle arbeitet. Dann haben wir nochmal einen zweiten Elektromotor, der direkt gepaart ist mit den Antriebswellen. Die Antriebswellen gehen zwischen dem Abgasstrang durch. Siehst du das? Dann sehen wir hier noch eine separate Kühlung, die von hier auf den Elektromotor arbeitet. Wir haben hier einen, das ist sehr untypisch, dass er wirklich einen geschweißten Krümmer nimmt. Ne? Ja. Einen geschweißten Krümmer nimmt, statt einen Busskrümmer für sowas mit V-Bahn-Verbindung. Dann haben wir hier die Lader. Das sind Borg-Warner-Lader. Guck mal hier, rüber. Ja. Ne? Ganz normale Borg-Warner Lader, wo das Schubumventil ja im Verdichtergehäuse ist, um einen schnellen Laderanspruch zu haben. Dann gehen wir hier raus, haben hier so einen, ich glaube, so ein Wachstumsstück, ne, wo die Hitze so ein bisschen arbeiten kann. Dann haben die es hinbekommen, eine Klappensteuerung so früh zu montieren, was hitzetechnisch der Krieg ist für so eine Klappe. Ja. Das ist hier, habe ich so noch nicht gesehen. Aus dem Lader raus und dann hier in so ein Ding rein, das muss erstmal hinbekommen. Dann haben wir hier einen Katalysator und wir haben hier einen Katalysator, würde ich mal sagen, zwischen. Ah, warte mal, ich glaube, das ist der Motor von einem Regera. Das kann sein, ja. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, dieser Motor. Weil Regera, der hat ja nur einen Gang, ne? Richtig, ich glaube, das ist der Regera. Denn der Motor produziert nur Strom. Hä? Echt? Ach ja, Mann. So. Deswegen, weil der hat ja nicht hier das Getriebe, denke ich, drin, sondern der produziert, glaube ich, sogar nur Power. Weil da ist nämlich dann die Batterie, glaube ich, zwischen. Ja, auch eine Riemann-Batterie. Weil viele fragen dann immer so, warum, wie geht das mit einem Gang und einem Motor? Und auch der Motorklang bei dem Auto ist ja nicht passend zur Drehzahl, zur Beschleunigung immer. Genau. Aber was man schon sieht, ist eine sehr schöne Verarbeitungsqualität von den einzelnen Materialien. Ne? Alles ist ein Billetblock und so ein Billetblock ist natürlich, oder warte mal, nee, ist ein Gussblock, Billet-Kettenkästen hier vorne dran. Ja. Ich weiß gar nicht, was das ist. Du kannst ja in der Regel auch immer starten über den hier. Ne? Das machen die ja bei Porsche oder so auch, dass du den Elektromotor, der Power auch auf die Kurbelwelle gibt, den nutzen die ja auch ganz oft als Anlasser. Deswegen starten die Autos so eigenartig, weißt du, so nicht sondern okay. Ne? Weil der so eine Kraft hat, den einfach anschmeißen kann. Dann haben wir hier Conti-Drosselklappen, E-Gas-Drosselklappen mit einem relativ kurzen Ansaugbrücke. Seht ihr das? Ja. Auch relativ kleinen Kanälen für die Ansaugbrücke, das ist nicht ganz interessant. Wie haben die auch? Ja, 1200. Locker, ne? 1200, 1000, ja, so ein Dreh. Ja, der Abgasstrang ist natürlich asozial. Der ist echt. Aber ich glaube, durch diese
Technik schafft er es nämlich ganz klug, diese Abgasnormen zu umgehen. Weil er kann ja einfach seinen Motor quasi ausschalten oder minimalst laufen lassen. Das Fahrzeug kann diesen Lastbetrieb durchfahren. Weil Volllast wird ja gar nicht gemessen, glaube ich, in der Abgasnorm. Es ist eigentlich ein sehr zukunftsweisendes Antriebskonzept. Das ist schon, ja. Und ich hätte auch gedacht, wo ich davon gehört habe, dass es größer aufbauen würde. Aber ist es gar nicht. Ich meine das Teil hier, das hier. Die Stunden, die dieses Teil auf der Fräsmaschine sitzt, das ist, glaube ich, ganz gut. Das ist schon ein Ding hier. Ja. Ach, guck mal hier, Trockensumpfschmierung. Ne? Das heißt, die Ölpumpe sitzt hier außen separat drauf. Ne? Dann haben wir hier Ansaugung, glaube ich, vom Öl. Und hier haben wir die Abgänge. Das heißt, wir haben separate Ölpumpe, deswegen kann der Motor auch so tief sein, das hier. Da ist keine richtige Ölwanne mehr dran. Das müssten die Absaugsträhle sein, wo ich das Öl zurückholt. Leute, wirklich, mein Traum wäre, in der Lage zu sein, so ein Auto zu produzieren. Mein Traumauto, das habe ich ja schon tausendmal gesagt, dafür wurde ich ja auch dann weggedisst, warum wir einen Golf 3 bauen. Ja. Und ich habe mich sogar, ich bin jetzt ganz offen, ich habe mich sogar mit sehr, sehr bekannten Autodesignern zusammengesetzt vor ein paar Tagen in Österreich und haben darüber gesprochen. Und da waren auch welche bei, die Ghostwriter-mäßig uns das auch machen würden. Also die machen eigentlich andere Sachen, aber die wären bereit, was zu machen. Mehr darf ich, glaube ich, nicht sagen. Aber, ja, das darf ich aber wirklich nicht sagen. Aber kostenmäßig ist es halt einfach Wahnsinn, so teuer. Könntest du dir vorstellen, wir bauen ein Auto? Wenn du überlegst, eigentlich nicht. Ne? Warum? Weil wir als Firma halt einfach nicht... Auch anders aufgebaut sind. Ja, wir als Firma sind das einfach eigentlich nicht. Nicht, nein. Aber sag mal so, mit den Kontakten und sonstiges, was wir haben, ja, ist auf jeden Fall möglich. Wir wären in der Lage, auf jeden Fall eine Bude dahin zu klatschen. Ja. 100%. Ja. Das ist echt klein, ne? Ich weiß noch, wo ich früher vor sowas stand. Es ist jetzt immer noch genauso faszinierend, aber für mich war es unmöglich. Ich wüsste nicht, wer diesen Kasten macht. Ich wüsste nicht, wo ich die Schrauben herkriege. Ich wüsste nicht, wer das Schild für mich produziert. Ich wüsste nicht, wo ich einen Elektromotor, obwohl Elektromotor wäre immer noch so eine Achillesferse so ein bisschen. Die Ölpumpe, die Lader, den Krümmer bauen. Aber wenn ich jetzt so drauf gucke, weiß ich in meinem Telefon, weißt du, genau, das ist eigentlich schon verrückt, ne? Ja, die Schrauben, ey, das ist krass. Toll, ne? Jo. Aber noch eine Sache, wo man auch wirklich die Entwicklung sieht. Zu der Zeit bei so einem Auto, bei dem CCXR, war noch gebunden, dass du einfach reguläre Lichtmaterialien nutzt, die verschönerst mit dem Kasten drumherum. Ne? Das sind normale Hellerleuchten, siehst du das? So, und das, finde ich, ist ja schon wirklich sehr genutzt. Um das Maximum rauszuholen. Aber jetzt irgendwann sind die finanziellen Möglichkeiten da, dass du das machen kannst. Und das ist ja genau das, was du ja erarbeiten willst, wo du hinarbeiten willst. Dass du dein Design hast, weißt du? Das ist schon krass. Das ist schon krass. Auch ein extremer Wachstum, ne? Ja. Da hinten sind noch ein paar Modelle. So, das ist der klassische V8 Biturbo, ne, wo dieses Getriebe dran ist. Und zu dem Getriebe habe ich auch 1000 Fragen. Dann sehen wir hier auch ein Dämpfersystem. Siehst du das hier? Die einzelnen Stoßdämpfer rechts und links. Und in der Mitte ist nochmal so ein Schubelement, was einen Ausgleich von rechts nach links und die Wankbewegungen ausgleichen kann. Mhm. Und somit fährt das Auto aber trotzdem mit einem Schubstabi. Da drunter, der schwarze, siehst du diesen Hebel in der Mitte? Einen schwarzen Hebel in der Mitte, ja. Ja, genau, der ist trotzdem ja wie ein Stabi gekoppelt an rechts und links. Drauf. Also, aber so ein Modell wäre auch schon ganz gut. Dahinter? Ja. Okay, jetzt ist die Auslieferung. Das Auto wird dahinter stehen. Ich positioniere dich mal pornmäßig. Okay, ich halte einen Rand. Ja, okay. Ja. Ich geh los. From our the last drive through the productions, all of our employees, they were standing along the sideline of the production line. Ich weiß nicht, dass das auch mein Auto wäre. Das ist immer noch nicht mein Auto. Nee. Ich bin auch immer der bei sowas, der immer in der letzten Reihe so steht, wenn sowas ist so. Ach, ich komme. Aber der Raum war aber auch, ne? Das ist schon... Wenn so ein kleines Auto in einem großen Raum steht, ist es für einen Automenschen immer... Oh, ne? Großes Auto in einem kleinen Raum? Die Aufmachung ist schon sehr gut. Ja, ist wirklich sehr gut. Ich bin auch nagelneu, ne? Für den ist es auch natürlich schon echt ein krasses Happening, dass das allererste Auto jetzt richtig rauskommt. Ne? Das ist viele Jahre Arbeit, Schweiß, Stress. Guck mal, Wir were thinking, why not treat
the key, kind of Fabergé egg style, given we're Koenigsegg. So this is kind of the... It's a roll. Oh my God, beautiful! Cage, kind of a Fabergé egg. Uh-huh. So here you have one of 125. There you have the VIN number. Then you have the top of the logo symbol there, Koenigsegg. Wow. Spirit of Performance, the Koenigsegg logo, the Ghost, Jesko, the Show Must Go On, Ghost Squadron. All wow, you need. Fantastic. And then you have a nice logo here. This is actually also a foot. You can use this for pens if you want. or you can put this on like top this, of it. Wow. Like. This and is how it if you think be. That's too big of a thing on your desk, you can only have that like that. And this thing flies as well, I guess. No, it's a drone. Please take everything I have. Take out the... This like is that. A nice little feature. Yeah. It's kind super of nice. Can we open it again? Yeah, sure. Somebody spent a lot of time on this one. It was a little fun project over COVID for me and a guy called Oscar Dylov here that we were experimenting with this. And that's it's really just a nice little piece you can have on your desk when you're not driving your car. a talking point. Yes. The idea is once you've paid the final invoice, we will send you the key. and then it's ready for you when you come and pick up the car. Very good. Yeah. But let's use the key instead. Yes. Yeah, that's a better idea. Let's do that. Yeah. Take it over there. Just the finish of this is amazing. Ja. Ich wäre hier jetzt schon fertig. Was meinst du, wie lange das gebraucht hat? Aber hallo. Wo sind wir hier gerade? Das ist so ein richtig Dortmund-Assi, weißt du? Ich war GT3, weißt du? Du kriegst so einen Schlüssel, so normalen. Ja, ich traue mich das gar nicht so richtig anzufassen. Krass. Also ein Roboter riecht gut am Start. Spannend, das Ding zu sehen. Ja. Die Rückfahrkamera am Intro ist. Wow. Yeah, now it's full scale, not the small scale. Aber da ist das gleiche System, wie gerade, was du gezeigt hast. Ja, der Antriebsstrang, den wir gerade gesehen haben, war ein Jesko-Antriebsstrang. Mhm. Also hier ist das mit der, genau. Schubstrebe. Hier sehen wir den Stabi hinter. Pult? Ja, habe ich echt. Das ist gar kein Auto. Das ist ja viel mehr, als man erwartet. Ich kenne mal alleine. Also jetzt so die Rückleuchte, so wie sie sitzt. So. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist sogar GT3 RS-Bereifung. 325, 30, 21. 35, 20. Das ist GT3 RS. Cool. Mhm. You know the procedure? I'm very familiar with that. Kann ich das zugeben? Ja, Jet startet gleich, ey. Was du hörst, wenn der die Sachen betätigt, dass alles hydraulisch ist? Eine kleine Hydraulikpumpe halt die ganzen Sachen aktuiert. Sprich Haube, Kofferraumdeckel, Türen. Was ja auch Gewicht ist, ne? Technisch irgendwie, aber trotzdem ist das Auto nicht so schwer. Aber was man sieht, ist, das Auto sieht viel geiler nochmal aus im Nicht-Modell im Vergleich jetzt zum echten. Ne? Ja. Also die Reifen und die Felgenpartie, die Bremsanlage so leicht in use und das Interieur so reinzusehen und reinzugucken. Schon crazy. Jetzt auf einmal. Man hört so, was macht so. Ja. Wow.
ganz wenig Schwung machst. Was war das denn? Ich krieg grad vor Gänsehaut. Das ist deutlich krasser, als ich gedacht habe. In mir passiert gerade was, so ein bisschen. Oder? Oh, unnormal. Das ist crazy. Also wie der das hochdreht, ist absolut geisteskrank. Wild. Du musst mal von hinten hören. Der Motor hat eine Art und Weise, wie der hochdreht. Der kann gefühlt gar kein Schwungrad haben. Du machst so, hast du gerade Ich habe so ein bisschen extra ganz kurz mal kurz genau. Gasschüsse gegeben. Und dann hast du einmal einen höheren gegeben und dachtest so, das geht noch höher. Ja, und wir waren bei, keine Ahnung, 5,5 oder so. Ernsthaft? Der geht noch bis 8. Das war nicht 5,5. Viel mehr waren es nicht. Der Production Engine in the world. Because we don't have any flywheel and no clutch. See? I said the same thing. I said to him while it was running, I said this engine cannot have a flywheel at all. It doesn't have a flywheel. Because it's connected to the engine, to the electric motor, to the back. There is no electric motor. It's just this one is no hybrid. There's no flywheel at all. There's no flywheel. There's no clutch. No flywheel. We need to spend some time. There's no clutch. There are a few small clutches inside the transmission, but not on the end. Per gear. Instead of synchros. So we're just opening and closing clutches instead of synchros, and we're not shifting or anything. So that's how that works. So it gives this motorcycle feel. Exactly. The way it revs up, because I heard so many inches in it. Of course. But he said it was 5.5. Yeah, something like that, yeah. It was 5.5. And it goes up to? 8.5. 8.5. And it felt like 7. Right. It's amazing. I mean, it's a 5-liter twin turbo that sounds like a howling, normally aspirated V10, absolutely. V12 or something. It's There's crazy. There's no laggy, no weird turbo noise. It sounds like an absolutely NA engine. Exactly. It's crazy. Because the wastegates are completely open. Open, yes. So you can let it breathe. Absolutely. And when it recognizes a gear, it closes the wastegates. And then it gives some boost. Certain boost. But how much boost is it running? 2.2 bar. Including atmospheric? So 1.2. 1.2, yeah, exactly. So 1.2. Because 2.2 would be... Sure. And the compression is 10? It's 9.2 to 1. Okay. So a little bit lower. So pretty high RPM. Not so high compression for 102 octane possible? Yeah, it also runs on E85. So 1600 horsepower. On normal petrol, you have 1300 horsepower. Mm-hmm. And on E85? 1600. And you can flex fuel. It's flex fuel, so you can have anything in between. Just fill up this or that, doesn't matter. Yeah. It runs on 95 octane. So you can mix it? Yeah. And does the ECU smart enough to give you an estimated power with the mixture? It has a power readout. Yeah, exactly. So it kind of, the closer to E85 you are, the closer to 1600. And you engineer all this in Sweden? Absolutely, all here. All the controllers, the design of the PCBs, all the software, all the infotainment, the cloud connectivity, the OTA for the car, the alarm, everything. Absolutely. We will show you. Deine Faszination im Gesicht ist. I knew. And the transmission and the engine. The transmission is very interesting for me. The engine is very interesting. And the brakes. The axle. I mean, the rear axle is pretty much like a Le Mans car from 2005. Right. In this area. Yeah. From the way it's structured. Right. But all this in-house here, yeah, I would love to spend some time with you and to show the people what it's... We even make our own brake calipers in-house. Yeah, we have the same company. I use also the same brake disc. They do that for you. Yeah, exactly. The discs are from Surface Transformers. Yeah, right. We have them too. But the calipers are... Yeah. So in this car is street legal around the world. US, Europe, everything, smart airbags, OBD emission control, CARB emission levels, everything. And four airbags. The tire mixture is a GT3 RS 2022. Right. It's a Michelin's. It's a good combination. It's a good tire, yeah. No, also the size wise. Yeah. It's a GT3 sure. RS. Okay. Exactly. Mm-hmm. You already sold the car to me right now. So, if I would like to buy one, yes. This is sold out. They're all sold out since 3-4 years ago. Okay, this technology you put in this engine, the gearbox and all this, you will reuse this engine in the gearbox? Yes, I mean it's our new platform of propulsion. Mm-hmm. So we will for upcoming cars like the CC850, where we also robotize the manual for this. I know. So that's the same transmission. But this car, and you will bring something extreme like this also in the future? Yes.
would think so. Yeah. And when? Well, not exactly. Yeah, I would say the replacement for the CC850 and the Yasco is sometime 2027, maybe. Something like that. Price is roughly... You have to ask Markus in Germany with the German input duties and so on. Markus, ich bin ziemlich beeindruckt und ziemlich verblüfft. Wir reden über ein neues Auto, was kommen würde. Yes. And he said, if I want to talk about a new car, I got to talk to you. Yes. Okay. what I would like to do is to get an idea how the new car looks. Oh, I can give you that idea. You can? Or maybe we can do it together, but maybe offline. Without camera. Yeah. Yeah, but we can do that. It's a few years out, of course, but... Yeah, but you have to be early. So to have the car physical would be 2030? Maybe a little bit earlier maybe than that. Maybe not that long. No, I would hope earlier, because we'd start delivering 27. Yeah, so maybe earlier. I mean, we have not presented it yet, so... No, I know, but the regulations are getting so extreme. Yeah. That's what we work towards always, extreme regulation. Mm. I mean, in the US, we have this crazy regulation where... There is a small kid sleeping over the dashboard with no belt while you're driving, and the airbag is not supposed to be too painful. And that's we do all these crazy rules. Not too painful. Painful, exactly. But not too. Yeah, painful. It's good. It's a learning process. Exactly. Okay. Yeah, let's go on, and we talk later then maybe. Yeah, definitely. Yeah, happy to do that. Yeah. Out on the runway, or what do you want to do with it? Yeah, the idea was either to tape it up and take this one, or we can also take just another one for an experience. Exactly. And maybe that's better, then we don't risk scratching. Normally I'm not into that too much, to drive, because I know it's I'm not the kind of guy who would like to ask, but in this case, if it's possible, I would like to drive one. Yeah, let's see. If it's not possible, it's not possible. He is the man to talk to. Yeah, let's do it. Let's go. So, wir sind hier draußen auf dem Airfield von Königsegg. Die rangieren jetzt gerade die Autos rum. Erste wirklich ausgelieferte Jesko ist auch da, aber auch ein Testfahrzeug, wie ich gerade gehört habe, was wir auch fahren dürfen und ich auch. Und ich bin wirklich, ich bin echt super hyped. Und das Ding zu hören und wie der hochdreht und wie der so ist als Auto, das glaubst du nicht. Ich habe vorhin drin gesessen. Eigentlich wollte ich das so geheim machen, aber ich musste eine Story machen. Markus, ich habe eine Story gerade gemacht. Ja. Du postest, das darf ich schon, ne? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Sicher? Von wo? Von hier? Gerade, ja, im Auto. Eigentlich wollte ich es geheim halten, aber das war so geil. Ich habe gedacht, nee, komm, das muss ich dem mal zeigen, weil das ist echt krass. Ja. Auch das Licht im Auto ist ja auch extrem wegen diesem Fenster oben. Ja, wegen diesem Dachfenster, ja. Hast ein schönes Raumgefühl. Ich bin super hyped. Ne? Also, weil man muss sagen, das ist ja jetzt Video Nummer 1 wieder. Ja. Und wir haben ja die Factory Tour schon gemacht. Das heißt, wir können sich ja extrem freuen auf das, was noch kommt. Auf das, was an tech-mäßigem Zeug noch kommt. Genau, also zwei Videos kommen noch. Das sind die für mich besten, extremsten Technik-Videos gewesen, seitdem ich YouTube mache. Das ist krass, oder? Ich finde das eine krasse Aussage. Nein, das ist von dem Kollegen Krebo hier. Nein, mach ich auch so. Hier, hands down. 100%, das ist kaum toppbar. Ist mega cool, ne? Also richtig krass. Und mit der Energie jetzt, ich bin ja noch nicht gefahren, mit der Energie dann einzusteigen, also genau andersrum, ist super geil. Für euch halt, ihr wundert nicht, warum ist das so aufgedreht? Für ihn war es cooler, das ganze Deck sollte machen, als das Auto zu fahren. Aber wow. Wer kennt den besser als ihr? Also von daher. Also wow. Also war für mich sehr befriedigend. Also, man hat auch gemerkt, man hat dich wie so ein Kid aus dem Candy Store, hast du gar nicht mehr rausbekommen. Oh, können wir da? Ja, das einmal, aber er haut ja auch. Er haut ja auch raus und denkst du jetzt, irgendwann war bei mir so, jetzt reicht's auch, weißt du? Und er so, gefühlt so, ich hab noch 40. Yeah. Aber er ist auch an Sachen vorbeigelaufen und dann ist ihm eingefallen, jo, das kann ich auch noch zeigen. Oh ja, da habe ich ja noch einen Tiny Freddy's Giant liegen, ja genau, den 13. Voll geisteskrank. Also wir sind jetzt kurz davor. Ich habe jetzt gerade gesagt, also wie es aussieht, darf ich auch fahren. Ich bin wirklich sehr, sehr hyped. Ich muss auch wirklich sagen, dass ich in mir drin... Ich bin ganz offen, also wirklich kämpfe und so nachdenke. Das ist ja schon eine super hohe Investition, aber irgendwie ist mir in mir drin so, wo ich dachte, boah, du sagst ja auch, die haben ja auch keinen wirklichen Wertverlust. So, ne? Nee, das kann ich wirklich unterschreiben. Also ich weiß keinen Königsegg, der jetzt für weniger gehandelt wird, als was er ursprünglich mal gekostet hat. Gut. Dann manche sind total explodiert und manche sind halt nur ein bisschen drüber. One-to-one. Der One-to-One ist total explodiert. Und sag mal so grob so Zahlen so. Also ich denke, dass für so ein One-to-One jetzt irgendwas zwischen 7 und 8 Millionen Euro bezahlt wird. Boah. Mal zwei gekostet. Also das muss man... 2,9. Das muss man ins Verhältnis setzen. Davon kannst du mehrere Familien, mehrere Generationen durchkriegen. Ja. Klar ist natürlich der Einstand das Schwierige. Ja? Du musst erstmal diese 2 oder 3 zur Verfügung haben. Jetzt in den letzten 20 Jahren ging es für die Autos halt immer in die richtige Richtung. Und das ist mal steiler bergauf, mal ein bisschen flacher, aber es ging bergauf. Ja. Ne? So, jetzt haben wir hier 1,6 Kilometer gerade.
Und das ist für so ein Auto asozial richtig, ne? Ja, ja, so ein bisschen kurz. Ja, 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 schon, schon. Was denkst du, was schaffst du? Das werden wir gleich einfach gucken. Weit über 300, aber ich weiß nicht, wie viel. Okay. Ja, geisteskrank. Wann geht's denn los? Ja, jetzt gleich, jetzt gleich. Okay, ich glaube, er wartet, glaube ich, schon. Die Kamera ist noch fertig und dann können wir los. Ja, du fährst zuerst. Genau. Wir gucken zu. Ich freue mich. Auch Sound, ne? Dieses Hochreffen. Ja, Mann! Das ist live zu sehen, ist richtig, richtig, richtig krass. Und wieder so ein Moment, wo ich weiß, dass ich auf jeden Fall im richtigen Beruf so gelandet bin, weil... Ja, faszinierend, ne? Mich kickt ja jetzt, also es kickt mich ja durchgehend. Hast du das gerade gehört? Ja. Wenn der Schalte, was sagt, wenn der Peitsche aus dem Haus und schießt? Der fährt aber bei relativ hohem Tempo, die Bögen. Ja, stimmt. Boah. Ne? Überleg mal, sind 1,3 Kilometer? 1,6. Man hört. Hör mal! Auf jeden Fall gleich Messuhr haben wir mit, ne? Ja. Die müssen wir da reintun, ich will das wissen. Ja. Jetzt geht's ab. Kannst du doch nicht durch Dortmund fahren. Das habe ich mir auch gedacht. Also wenn jetzt einfach mal so Autobahn ist frei, kein Limit und der andere Wagen fährt ja hinterher, dem hämmerst du ja das, was wir auf 1,6 Meter hören, hämmerst du dem ja auf 100 Meter in die Fresse. Kann der aber neue Windschutzscheibe kaufen, Alter. This is the street legal exhaust, right? This is the normal exhaust. Yes. Yes. Of course. Boah, ich bin echt gespannt, was du sagst, ne? Fahr den damit. Boah, das wird sich jetzt gleich so aus den Socken schießen. Ich bin echt fett. Boah, ich bin echt krass. Das Traction ist schon. Ja, ja. Das sounds good. Not too bad, right? Ja. Yeah. Die Art und Weise des Sounds ist einfach neu, ne? Also ja. Der Motor dreht hoch in einer Art und Weise, so aber schnell. Und du hörst ja die Turbo da. Beim Beschleunigen hörst du sie nicht. Nee. Beim langsamen Wegfahren hörst du sie. Ja, oder beim Reffen halt, ne? Im Stand haben wir die. Genau, da hört man sie auch. Ja. Kommt doch schon ein bisschen auch an Formel 1 dran. Ja, es hört sich an Formel 1 an. Ja, genau. Wenn er da reinlatscht, schon geil. Krass. Boah. Okay. Vollzeit Dröhnung oder was? Das war cool. Das ist so geil. Ehrlich? Wie der Motor hochdreht, wie er rausdreht, die Traktionskontrolle regelt, der Schaltvorgang, die Aggressivität und wie er hochdreht. Das ist schon. Ich glaube, der Ami vermeint also. Ein Bild. Okay, ich fahre jetzt mit dem Testfahrer erstmal und dann fahre ich gleich. Ich werde berichten. Hi, nice to meet you. Marcus. Your name is Marcus? Marcus. Okay, JP. Hi, Pete. Nice to meet you. Are we ready to go? Yeah, absolutely. Yeah? Let's go.
on third gear? Huh? Yeah. Yeah. Or first or whatever you want. Let's go on third. Let's go now. I'm very into this car now, so you want
to pull this lever, or what feels more normal to you to pull that one? Or? Because they told me it's not okay if I pull, but it's okay you to do it. You can, but it will drop down the window because it's a safety function. If the car gets okay, so you out of trouble, no, exactly. So usually this is the one that you should use. Okay. Sehr, sehr, sehr gut gebaut. Das merkst du. Es ist etwas weniger thrilling, als du denkst, aber nur, weil es so perfekt funktioniert. Es ist eine wilde Sau und wir sind gerade 3,1 100 200 gefahren. Und das Krasse war, wir sind 100 200 bei den Schlenkern, ne? Ja. Sind eine 3,7 gefahren. Nee. Doch. Und da denkst du dir, wenn du eine 3,7 gerade fährst, ist ja eigentlich schon Krieg. Und das macht er, während er Schlenkerlinien fährt. So, und das musst du erstmal verpacken. Aber die Kompaktheit, die Stiffness, dieses Engineering von keinen Komponenten, die nicht gemacht sind fürs Auto, machen es sehr, sehr stabil. Ich bin gespannt jetzt, wenn man fährt, wie es sich anfühlt. Jetzt sind wir zurück, jetzt können wir auch ohne große Geräusche reden. Also das Auto ist wirklich so, wie du es im Kopf dir vorstellst. Mhm. Es ist wirklich extrem schnell. Es ist extrem, sehr viel Power, also sehr viel Kraft. Plus ein langer Pedalweg. Du hast nicht diesen snappy, kurzen VAG-Konzern E-Gas-Pedalweg, ist natürlich auch ein E-Gas, aber du hast das hier. Ne? Und dann denkst du dir, okay, da kommt nichts mehr, aber sehr lineares Beschleunigungsverhalten. Das heißt, mehr Gasweg oder mehr Pedalweg, mehr Power. Mhm. Ne? Und dann denkst du, dann halt 1600 PS da so zu handhaben, ist halt schon eine Menge Bums. Ja. So, wenn du in der 4 da rein trittst, dann war das die krasseste 4, die ich jemals im Leben gespürt habe, weil der komplett sofort kommt. Ja. Ne? Also hast nicht dieses Laggy-Ding so doll, sondern in der 4, wenn der so ein bisschen Abgas hat und du trittst rein, dann geht der ab. Und da war jetzt gerade ja ein Flugfeld und du hast keine Referenz zur Geschwindigkeit. Also diese Power zu fahren im Straßenverkehr ist nicht vorstellbar. Also ist natürlich vorstellbar, aber das ist schon eine Nummer. Mhm. Ne, ob er das wirklich so machen muss. Aber du kannst. Also im Straßenverkehr bewegst du dieses Auto in einem Bereich, der ganz, ganz, ganz tief ist. Verarbeitungsqualität finde ich überraschend gut in jedem Detail. Wir sind ja ein Serienauto gefahren. Das ist wirklich krass. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr könnt euch schon mal drauf freuen, denn wie was funktioniert, seht ihr in den nächsten Videos. Ja, es wird toll. Freut euch. Sehr toll. Tschüss.